Seid herzlich gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu Fallout 4. Und ich grüße alle ganz herzlich und ich liebe diese Kamerafahrt bei Fallout 4. Also es gibt es ja auch bei 7.6 und beim 3er und so. Wenn man eine Zeit lang stehen bleibt und nichts macht, dann dreht sich die Kamera. Das liebe ich. Ja, also ich finde das so gut, weil da hat man so einen Rundumblick und sieht mal den Charakter von vorn und alles. Also... Und gut, und ich grüße alle ganz herzlich, besonders die liebe Uschi aus meinem Forum auf laraweb.de und die lieben Arbeitskollegen, den Sonderfelix, den Markus und den Roland. Herzlichste Grüße an alle und danke, wenn Kommentare kommen oder nicht, also wenn sie kommen. Danke schon mal im Voraus und ja, und Fallout 4 und wir sind jetzt, ich habe es im Video vorher erklärt, wie wir da hinkommen, und zwar DLC, das müsste DLC, also Zusatzinhalt Automatron sein. Und den, glaube ich, haben mittlerweile alle. Ich glaube, das Fallout 4 wird nur noch mit DLCs verkauft oder so. Und DLC, das ist Roboter-Dings-Käse. Und wir haben jetzt nämlich die neue Kollegin, die Ada. Und ich kann mich erinnern, ich habe es vor 7 Jahren ungefähr schon mal... Entschuldigung, komplett gespielt, Kaffeepause, und bin dann nur noch als Begleiterin die Ada, mit der Ada rumgewatschelt, weil die kriegt man mit dem Automatron DLC. Kaffeepause, bin aufgestanden, jetzt wird es gerade hell draußen. Und das ist eine neue Bedrohung, Nebenquest mit Automatron, baue die Roboterwerkbank. Also wir haben Rede mit Ada, wir haben das alles gemacht, der Robohirn in Atomic-Fabrik. Und jetzt müssen wir eine Roboterwerkbank bauen. Und das muss man anscheinend in einer Werkstatt machen, die man schon erobert hat. Und wir haben hier die Red Rocket, was klingelt hier? Red Rocket Tankstelle. Wir haben da geklingelt, E-Mail oder was? Red Rocket Tankstelle gleich beim, da hinten ist der Startpunkt. Karte. Und das wird mir hier angezeigt. Ich soll es hier bauen. Und ich glaube, man jetzt könnte es auch hier bauen. Aber in einer eroberten Werkstatt, glaube ich, muss man die bauen. Und baue die Roboter weg. Und das weiß ich jetzt nicht mehr, wie es geht, aber wir werden es gleich wissen oder auch nicht wissen, weil da wird es angezeigt und ich muss jetzt hier die Roboterwerkbank bauen. Baue die Roboterwerkbank. Und das muss ich hier machen. Werkstatt. So, und jetzt muss ich spezial... Ach, ist schon... Ach, das mit dem komischen Helm. Unten siehst du, der Helm mit den Antennen, was fast wie ein Totenkopf ausschaut, ist der Automatron, oder? Und da muss ich jetzt draufklicken. Und jetzt muss ich, rechts oben steht Roboterwerkbank. Und jetzt bitte nicht wundern, es gibt ja auch die Cheat-Konsole. Also du kannst, man kann, glaube ich, bei jedem System, also PlayStation, Xbox, Computer, kann man die Cheat, die ist fest eingebaut, vom Hersteller selber fest eingebaut. Man kann die Cheat-Konsole aktivieren und dann da alles Mögliche machen. Allerdings kriegt man dann keine Trophäen und Errungenschaften mehr. Also die Xbox Trophies, Errungenschaften. Aber man kann dann, da hat hier 999 von allem und so Scherze, und das mache ich jetzt, weil ich will Weihnachten fertig werden, und das ist mühsam, wenn dir da jetzt eine einzige Schraube fehlt, kannst du das ganze Ding nicht bauen, Kaffeepause, und dann rennst 3 Jahre rum, bis du eine Schraube findest. Ich weiß das noch von damals. Da kannst du an eine Quest 3 Tage hinarbeiten, weil dir eine Schraube fehlt, und da sehe ich, das sehe ich nicht ein, Freunde. Meine Lebenszeit ist begrenzt und kostbar, und ich sehe nicht ein, dass ich meine Kaffeepause bin gerade erst aufgestanden, unterbrechen soll, weil mir eine Schraube fehlt. Die haben wohl eine Schraube locker. Und jetzt muss ich die bauen. Und wie mache ich denn das? Jetzt muss ich irgendwo hin. Ach so, ich muss irgendwo hingehen, und wieso geht das nicht? Warte. Jetzt. Ich pflanze die da hin, ich kann die noch drehen. Jetzt, und dann bauen. Und jetzt sind wir fertig. Und jetzt ist das der Roboterwerkbank. Und jetzt rede mit Ada. Ist jetzt, oder? Rede mit Ada. Bau die Roboterwerkbank und nochmal quatschen mit Ada. Hey, wie kann ich dir? Reden? Ada? Reden? Oh, jetzt muss ich ihn gerade da. Muss es. Ja, nimm mal A, oder? Komm, wir wollen Weihnachten fertig werden. Packen wir es an. Gut. Es gibt viel zu packen. Radarpeilsender.
baue ich Ada den Radar-Peilsender ein und wie kriege ich die jetzt in die Roboterwerkbank, die Ada? Roboterwerkbank baue Ada den Radar-Peilsender ein, den haben wir anscheinend schon und jetzt muss ich auf Herstellen gehen, oder? Muss ich auf Herstellen gehen, weil, oder? Dann geht die rein, oder? Herstellen. Botwe. Ah! Ich kann jetzt auch neue bauen und das machen wir ja später und das machen wir eh da. Ah ja, dann ist sie. Alter, dann ist sie drin. Und jetzt muss ich den Radarpeilsender einbauen, oder? Was ist? Wo ist der? Radarpeil Spezial, oder? Oder Spezialmods? Radarpeilsender. Ist schon markiert. Radarpeilsender. Sucht Mechanist-Roboter. Wir müssen ja den Mechanist finden und umhauen. Kann mich, glaube ich, noch erinnern, ja. Einbauen. Anfertigen Radarpeilsender. Anfertigen. Ist drin. Jetzt können wir... Linker Bumper. Rechter. Jetzt ist da die Antenne. Steht da die Antenne raus. Jetzt sind wir fertig, oder? Raus. Verlassen. Das dürfte interessant werden. Was Sie als nächstes bauen? Abgeschlossen. Baue den Radar-Peilsender ein. So, gut, jetzt haben wir das. Und jetzt muss ich nochmal mit dir quatschen, weil die oben wieder die Antenne hat. Oder? Die Zeichen, der die Rede mit Ada. Jetzt müssen wir mit Ada quatschen. Ich mag nicht mehr. Junge, kleine Papa Ada. Ada, Befehl. Was kann ich für dich tun? Nee, ich muss reden mit ihr. Warte da. Nee, folgen. Ich muss folgen mit ihr. Ich muss reden mit ihr. Baue, rede. Reden. Y reden. Reden. Ist ja kompliziert. Kompliziert. Hatte übrigens schon zwei Bugs. Wer weiß der Mechanist das wohl? Der Mechanist weiß, dass wir den Peilsender aktivieren. Ich habe bereits dafür gesorgt, dass meine Position nicht preisgegeben wird und mögliche unbeabsichtigte Befehle des Signals ignoriert werden. Leider wird uns einer davon nur wenig helfen, die Quelle des Signals zu orten. Guter Anfang, oder? Nehmen wir mal alles guter Anfang. Immerhin ein guter Anfang. Absolut. Mit etwas mehr Unterstützung. Das ist der Peilsender. Ah ja. Wichtig, weil... Und warum ist das... Na, prima. Die Entschlüsselung des Quellsignals ist komplex, aber ist unmöglich zu entschlüsseln. Prima. Wenn Sie mir zwei weitere Peilsender bringen, sollte ich aus Ihnen die Schlüssel und Algorithmen für meine Entschlüsselungsrufe... Wo ist Alkohol verstanden? Und jetzt? Wird es hinhauen? Bist du dir sicher, dass das funktioniert? Ich habe jetzt die schicke Brille auf. Na, das haut hin. Legen wir los. Okay, los geht's. Ich lade die Position des Roboters auf ihren Pitbull. Ich wollte was sagen. Seien Sie vorsichtig. Diese Roboter reisen gerne in Gruppen. Also rechnen Sie mit schwerem Widerstand. Neue Bedrohung abge... Level up. Und... So, Freunde. Kopfjagd. Begonnen Kopfjagd. Jetzt warte, das muss ich wieder aufschreiben. Kopfjagd. Kopfjagd. Hol den zweiten. Warte, das muss ich wieder aufschreiben hier. Kopfjagd auf den Zettel, weil das muss ich dann in die Beschreibung. Kopfjagd. Hol dir den zweiten Peilsender. Ja, das klingt einfach. Hol dir den zweiten Peilsender, muss ich ja aufschreiben, weil das muss dann in die Videobeschreibung kommt. Auf der Karte anzeigen, da unten. Ich hatte schon zwei, drei Bugs, also siehst du, da unten auf der Fressleiste ist so ein kleines Quadrat, das ist leer.
das geht nicht weg. Das ist ein Haus und da steht aber abgeschlossen. Und ich war da schon jetzt 100 Mal drin und habe alles eingesammelt. Trotzdem geht das Quadrat nicht weg. Obwohl, also, dann hatte ich noch einen Bug. Ich soll das Starlight Drive-In einnehmen. Und da ist... Soll ich Maulwurfsratten umhauen und die letzte Maulwurfsratte kommt aus ihrem Loch nicht raus. Und ich kann da als ein Loch und ist markiert und ich soll da hinschießen und ich schieße dahin und die geht nicht, weil die ist unterirdisch. Also auch so ein Art Bug, die kommt nicht raus. Wenn die nicht rauskommen soll, kommt es raus, siehst du ein Loch, genau. Und da ist die Markierung und ich schieße dahin und die bleibt aber drin und die Markierung geht nicht weg und ich kann das nicht einnehmen. Also ist ein offensichtlicher Bug. Und jetzt müssen wir dahin gehen. Siehst du? Hier, warte, da. Das ist das Backstreet Appell abgeschlossen. Da ist aber immer noch so ein leeres Quadrat hier. Und ich weiß nicht, was ich da machen soll. Und das geht nicht weg. Und das wird mir immer noch... Na, wurscht. Ah, das ist jetzt das hier. Hol dir den zweiten... Dann reisen wir jetzt zu dem Sendeturm, komm her. Kann jetzt 2 Jahre dauern. Wie spät haben wir? Also, machen wir, schauen wir, dass wir den vielleicht noch kriegen, dann machen wir Pause. Das dauert jetzt wieder hier, hallo. Mann Gottes. Kann man das nur links, rechts drehen, nicht oben, unten, oder? Nee, oh, huch, jetzt geht's. Der rennt da rum, der Peilsender, oder? Jetzt warte, oh. Da ist mit Widerstand zu rechnen. Wo ist der? Hoffentlich nicht wieder ein Bug. Oh, nee. Integriertes. Oh, nee, Schrottbot. Uiuiuiui. Alter. Alter! Oh nee! Alter! Entschuldige, bin gerade beschäftigt! Oh, Panzerbot! Panzerbot! Hey, hallo! Hallo! Neue Mods verfügbar. Boah, jetzt hätte ich beinahe die Ada umgehaut. Neue Mods verfügbar. Ich muss alles einsammeln. Neue Mods verfügbar. Da muss er, das ist wie mit den Bauplänen, oder? In 7.6. Wenn man einen Teil aufnimmt, kriegt man auch den Bauplan dafür, oder? Da rennt noch einer rum. Oh! Da rennen noch ein paar rum. Der Mechanist, okay. Was für ein Ding? Den müssen wir einsammeln. Dann haben wir wieder Mods. Mechanist Solo Band, ey, hallo. Wir rennen da rum. Das ist das Schöne, Siedler. Das ist das Schöne an 7.6, Fallout 7.6, dass die mittlerweile, wenn man da einen umhaut, kann man alles auf einmal einsammeln von allen Leichen in der Nähe und die Leichen leuchten auch ein bisschen. Also man findet die jetzt leichter, weil da wurde sich schon mal beschwert, dass man da ewig rumrennt, bis man alles einsammelt. Und jetzt haben die das so geändert, dass sie ein bisschen leuchten und man kann, wenn man bei einem ist, heißt alles nehmen, dann kann man von allen Leichen in der Nähe alles auf einmal nehmen. Das ist sehr praktisch, vor allem bei der Strahlenschlägerei. Da bist hinterher eine Stunde rumgerannt, um alles einzusammeln und jetzt kannst du es mit 2-3 Klicks einsammeln. Das ist praktisch, das spart ewig Zeit und man kann auch nichts mehr, weil manchmal liegt die Leiche irgendwo im Wasser oder irgendwo sonst wo und wenn man aber eine Leiche daneben hat, alles nehmen, dann ist sämtlich und also gut. Und jetzt müssen wir nichts mehr machen. Was müssen wir jetzt machen? Da rennen die Siedler rum, oder? Jetzt müssen wir... Falscher Drücker. Jetzt müssen wir... Kopfjagd. Ach, rede mit Ada. War ja klar. Wo ist denn die Ada? Ada. Befehl. Und ich muss...
Ach komm, ich muss reden. Reden. Hier, Ada. Ein leicht verbeulter, aber voll einsatzfähiger Radarpeilsender. Vorhergehend. Mit etwas Pech, Glück. Jetzt machen wir noch 2-3 Meter. Signal verfolgen. Und dann machen wir Pause. Jeder Peilsender eines Robohirns hat eine eigene Verschlüsselung, damit man das Signal nicht zur Quelle zurückverfolgen kann. Da schau her. Noch mehr. Oh nee, Quantentheorie. Theorie. Sollte meine Theorie stimmen, keine Sorge. Keine Angst. Keine Sorge, Volks. Oh, Werbung? Nee. Ich starte meine Entschlüsselungssubroutine, aber es könnte eine. Suppe, ich habe jetzt Suppe verstanden. Hat die so ein Küchenquirl da rechts? Position. Also, finde ich das letzte Robohirn. Ja, das wäre wohl hilfreich, nicht wahr? Ja, hallo. Von oben. Gut. Position bestätigt. Das Robohirn befindet sich bei der hinter dir. Also, Fort Hagen. Da waren wir doch schon, oder? Rust Devils. Da Fort Hagen haben wir doch schon, oder? Da waren wir schon drin, oder? Da war der Kellogg drin. Tolle hochauflösende Texturen habe ich hier. Mir ist klar, dass Sie für mich eine größere Gefahr sind als für Sie. Ich wollte Sie nur informieren. Nun, da das geklärt ist, ungeachtet dessen, was vor uns liegt, kann ich unterwegs problemlos weiter das Signal entschlüsseln. Ich finde das so schön. Begib dich zur Satellitenstation, Frau Henk. Ich finde das so lustig, da, also dass die Ada so eine weibliche, Entschuldigung, jetzt, ich meine es jetzt nicht irgendwie abwerten oder böse oder sonst was, oder, aber die hat eine angenehme Stimme, ist aber ein tödlicher Roboter. Das finde ich irgendwie, das ist in 7.6 auch so, die Aggressotron, die heißen schon so, die heißen in Fallout 7.6 Aggressotron und haben so eine nette weibliche Stimme. Das ist, finde ich, irgendwie sehr interessant, also. Gut, jetzt müssen wir, sollen wir Pause machen? Gut, schalten aus und gehen nach, jetzt haben wir schon 20 Minuten gespielt, dann reicht's für ein Video, oder? Dann schalte ich jetzt aus und wieder ein und wir sehen uns gleich wieder, gell? Herzlichen Dank für Spaß und Traum, seid mir bitte auch weiterhin wohlgesonnen und schaltet ein und traut meine Botschaft hinaus in die weite Welt, auf dass es euch wohlergehen möge. Adieu, bis zum nächsten Video.